glaube, das ist der weltweit offizielle Emoji für das erste Mal. Die Frau denkt, was ist das denn? Und der Mann denkt, wow, ich bin schon gekommen. Was waren das für 8 Sekunden gerade? Was war hier los? Voll krass. Und was will die jetzt von mir? Wieso ist die noch da? Ja. Wow. Die Orsons im Emoji-Interview. Ihr dürft jedes Emoji nur einmal benutzen. Wie baggert ihr denn Mädels an? Sehr gerne nonverbal. Du hältst den Mädchen den Mund zu? Ja, ich halte meistens Mädchen. Du hältst nur mit Affen und hältst ihnen den Mund zu? Oh, das stimmt alles, was ihr sagt. Cass traut sich nämlich nicht und kriegt den Mund nicht auf. Genau, ich bin direkt verliebt. Man flüstert einfach kleine Komplimente in seine Hand hinein. Macht es expliziter, also ist alle auf jeden Fall so, wird geflirtet. Ich habe in einem Interview gelesen, dass ihr vor allen Dingen bei so einer Albumproduktion immer darüber diskutiert, welche Solo-Songs dürfen drauf, welche Orson-Songs kommen drauf. Wie sieht denn so eine Diskussion bei euch aus? Ja, ganz genau. Wir malen uns gerne orange an bei Diskussionen, um die Ernstigkeit auch wieder rauszunehmen, aber wir prügeln uns trotzdem mit orangener Farbe auf den Körpern, nackt. Wie reagiert ihr, wenn ihr den Beat von eurer aktuellen Single hört? Wir reagieren mit diesem Tränen der Freude darüber, dass so viel positives Feedback auf unseren aktuellen Welthit Schwung in die Kiste zu uns kommt. Wir freuen uns, Freudentränen. Wie fühlt sich deine Party mit viel Schwung in der Kiste an? Das fühlt sich so an, weil es führt ganz viele Menschen zusammen, weiblichen und männlichen Geschlechts, aber auch eigentlich trans, also egal was da, auch wenn da jetzt 2 Jungs wären, so, das steht für alle Menschen, die zusammenfinden auf einer solchen Party. Euer Statement zu deutschen Gangster-Rap. Deutscher Gangster-Rap ist wie eine Prinzessin. Sie braucht ganz viel Aufmerksamkeit, man muss ihr zuhören, sonst ist sie beleidigt und so und sticht einen ab. Deutsch Gangster-Rap ist eine kleine... Sag's ruhig. Nee, mir fehlt ein Adjektiv, aber eine kleine Prinzessin halt. Was ist euer Ziel im Leben? Aus der Scheiße, die in der Welt passiert, das so zu sehen, dass man daraus auch Freude ziehen kann. Aus jeglicher Scheiße, die einem im Leben passiert und aus allem, was die Welt an Scheiße auf uns wirft, daraus machen wir ein Smiley Face.